Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen bei einem weiteren Battleground mit Moonboon. Wir befinden uns auf der Insel der Eroberung und wir haben dafür den eisernen Preis bezahlt, will ich schon beinahe sagen. Wir haben über 25 Minuten gewartet. Und bei mir donnert es gerade ganz heftig. Also falls ihr was hört im Hintergrund, nicht erschrecken. So wie ich gerade. Ich bin hier unterwegs mit Fanboons. Und zwar haben wir die Gildenleitung dabei. Monk Fiji ist dabei mit seinem Mönch. Was spielt er? Braumeister, selbstverständlich. Da reitet er auch schon. Außerdem haben wir dabei den Hyeres. Wo haben wir ihn? Mit seinem Jäger. Da ist er. Das ist unser Gilden-PvP-Meister. Er tut mir ein bisschen leid. Er ist so nett, so freundlich und so lustig. Er kommt immer online abends, so alle 2 bis 3 Tage und fragt, jemand Lust auf BG? So nie geht jemand mit. Aber er zieht's durch. Und wir haben dabei den Semmel. Der Semmel hat zwar nichts Großes mit der Gilde zu tun. Der hat keinen offiziellen Posten, aber ich bin mir sicher, er hat auch was drauf. Semmel Baby. Oh, brauche ich Nahrung? Nee, brauche ich keine Nahrung. Ja, und ich bin unterwegs mit meinem Krieger. Oh ja. Mich hat die Lust gepackt am Krieger und ihr seht, ich habe jetzt wirklich auch mal umgespeckt auf Furor. Ich habe mir den Avatar reingeballert und den Belagerungsbrecher und es macht so viel Damage kombiniert mit meinem Damage-Makro. Ich habe noch mir 2 neue Trinkets abgecheckt, beziehungsweise, oh, wo gehen wir denn hin? Gehen wir Hangar. Ich habe mir nicht nur Trinkets abgecheckt, sondern ich habe mir komplett PvP abgecheckt, bis auf die Hände. Die Hände sind noch 610. Aber der Rest ist alles PvP-Gear. Ich glaube, ein paar 606er-Teile habe ich noch irgendwie. Wo reite ich denn hin? Hier, Handgelenk. Aber die sind eh scheiße. Tempo, weiß nicht. Muss mal schauen, ob es da was Besseres gibt. Und die Brust ist auch noch 600. Aber der Rest ist alles 620, Baby. Oh yeah, that's right. Und ich muss sagen, es macht mir richtig viel Vergnügen. Es kann es natürlich sein, dass ihr am Freitag schon Arena gesehen habt mit dem Krieger. Vielleicht habe ich dann bis dahin schon neue Hände. Das heißt, dieses BG hat quasi in der Vergangenheit stattgefunden. Und da geht er rein, der Moonboon. Da geht er. Oh, da wirbelt der andere Krieger. Da gehen wir raus. Oh, leck, die können wir alles dann. Bam. Shockwave in your face. Jetzt müssen wir aber hier ein paar Dev-Sachen zünden. Und dann chargen wir den Jäger. Nehmen wir chargen nicht. Aber wir bammen ihn hier mit dem Belagerungsbrecher. Komm, in your face, baby. Nein, nicht betäuben. Kack Erdbeben. Oh, die haben Heiler. Wer heilt? Du? Nee, du bist ein garstiger Hexi. Kriegst du erstmal eine Schockwelle in your face. Ah, ist das herrlich. Und man sieht, es wird ernst bei Muni, sobald er sich die Weak Auras einstellt für die jeweilige Klasse. Oh, wir verrecken. Schnell! Dev Makro, activate! Activate! Oh, rauschargen! Nein, nein! Oh! Jetzt gehen wir echt am Hangar down. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert. Außerdem nehme ich zum ersten Mal jetzt getrennt Ton auf und Bild und versuche das dann nachher zu synchronisieren. Das heißt, drückt mir die Daumen, dass das alles funktioniert. Ansonsten habt ihr nachher ein asynchrones Video und das wollen wir ja nicht. So, wie sieht es jetzt aus mit Hangar? Sollen wir mal die Verwüster da machen, die da kommen? Das können wir mal kurz angehen. Geh mal kurz an, komm, geh mal kurz an. Yeah, Verwüster in your face. Komm her. Zeig mir deine Räder, Baby. Zeig sie mir, pack sie aus. Komm schon. Komm schon. Oh, ich liebe das auch, dass alles rot ist bei diesem Krieger. Furor. Deshalb habe ich mir gleich ein schönes Transmog zusammengesucht. Ich hatte diese 2 Schwerter. Die hatte ich noch auf der Bank, die sind rot. Habe sie mit Illusion Berserker natürlich verzaubert, damit sie noch rot leuchten. Aber mein Set, also meine Rüstung, oh Gott, Wolf, geh weg von mir. Das ist einfach aus dem Aha schnell zusammengekauft, beziehungsweise Hose und Brust sind selber hergestellt. Der Kopf gefällt mir so irgendwie, aber das ist noch nichts, was irgendwie Hand und Fuß hat. Da muss ich mal schauen, ob es ein schönes rotes Transmog irgendwie gibt oder was Brennendes aus den Feuerlanden. Könnte vielleicht auch gut passen oder so. Schauen wir mal. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Hangar? Sie haben ihn. Na, dann gehen wir doch deffen, oder? Sind sie schon gelandet? Nope. Kommen sie geflogen? Da kommt das Luftschiff. Ich erwarte euch. Moonboon erwartet euch. Oh ja, da sehe ich die roten. Die roten Ziele.
Kommt schon, springt ab, ihr Noobs. Hallo? Warum springt hier keiner ab? Ah doch, da kommen sie. Da landet ein DK. Oh, das ist gar kein DK, das ist ein Pet. Das ist einfach nur rot. Direkt Pet. Wow, wow, wow. Bam, stun in your face. Und execute. Execute. Nice, und da kommt ein Krieger. Krieger verdichtet ziemlich mein Damage Makro und bam in your face. Bam. Komm schon, Belagerungsbrecher. Bam, Todesstoß. Wow, wow, wow. Zauberreflexion, reflektieren, Chaosblitz. Ah, was für ein Noob, Alter. Oh, da sind noch mehr gelandet. Da sind noch mehr gelandet. Tun wir mal hier ein bisschen was zünden. Ich bin immer noch in der Def-Haltung, fällt mir gerade auf. Können wir mal wieder switchen. Ein bisschen mehr Damage rauspumpen. Nice, wie man sich hier verteidigen. Nice. So gefällt mir das hier. Werde rumgezerrt, bis zum geht nicht mehr. Oh, das war eine scheiß Schockwelle. Die ging komplett daneben. Alter, was bist du eigentlich für ein Monster, Dudu? Boah, Charge. Kick. Nice, mehr Damage. Boah, das wollte ich mir noch einstellen. Ich krieg doch mehr Damage, wenn ich erfolgreich kick. Unhöfliche Unterbrechung. Das muss ich mal noch dazu machen. Kick. Ich sagte Kick. Also. Boah, habt ihr das gesehen? Der hat noch Viertel Leben gehabt und ich habe ihn einfach belagerungsgebrechert. Und schon war er weg. Ah, habe ich ihn belagerungsgebrechert? Ja, habe ich. Weil der Jäger. Ah, ne, scheiß auf den Jäger. Was gibt's hier noch zum Töten? Yeah, komm her. In your face. In your face. Leck ist das ein Berserker-Rausch hier bei diesem Krieger. Es ist obergeil. Das war auch der Hyeres, unser PvP-Gilly-Offi. Hat gesagt, Moody, spiel doch mal Furor. Das macht wirklich Spaß. Und auch manche Leute in den Kommentaren haben auch geschrieben, spiel doch mal wirklich Furor, nachdem ich ja immer so blöd rumgelabert habe, dass ich nicht wirklich Furor spiele. Ah, komm jetzt! Ah, oh, stirbt er ohne mich. Stirb nicht! Wie geht das Lied von Rammstein? Stirb nicht vor mir. So, unser Sternchen ist fertig. Damage Makro! Belagerungsbrecher! Oh, da ist er halb down! Ja, leck mich doch am Pugel, Alter. Ist das geil. Okay, komm. Ein bisschen was recken hier. Es nervt mich, dass ich keine Gesundheitssteine habe. Ich habe mir extra ein schönes Makro geschrieben. Komm her! Boah, da ist noch ein neuer Krieger. Bam in your face! Bam in your face! Oh, schnell! Wir müssen uns wehren gegen den Hexi mit Zauberreflexion. Massenreflexion. Leck ist das geil, Alter. Ich spam schon mal Execute. Oh, wo ist er hin? Ist er gestorben? Oh, da ist noch einer. Nein, jetzt haben wir sein scheiß Pet angecharged. What? Alter, kommst du da raus? Kommst du da raus? Denkst du etwa, du kannst dich von mir verstecken? Oh nein, das hat ihn nicht erreicht. Das hat ihn nicht erreicht. Aber das erreicht dich. Oh, Belagerungsbrecher in your face, bitch. Und execute. Yeah. Oh fuck, und da fall mal runter. Oh. Nice and easy. Leck, wie wir durchdrehen hier. Ist das ein geiles Zerg-PG. Da hat sich die halbe Stunde Wartezeit voll gelohnt. Und da kommt der Heal. Da kommt der Heal und da geben wir mal ein Gebrüll von uns und buffen uns nach hier. Okay, das war's, oder wie? Wie sieht's aus mit Hangar? Horde hat's immer noch. Da kommt eine neue Ladung. Hordies! Sehr nice. Wie sieht's aus mit dem Hordetor? 30% und fallend. Und ich hab Tankschild vom Monkfiji wahrscheinlich, oder? Ach, ist das geil, Alter. Ist das geil? Ich freue mich richtig auf die Arena. Ich freue mich auf die Arena. Ich hoffe, der Fuchs ist auch da. Hey, Hordies? Kein Hordi-Nachschub. Na gut. Dann müssen wir uns wohl unseren Nachschub suchen, Baby. That's right, that's right. Guck mal, wir gehen eh nach vorne. Die sind da am Metzeln. Metzeln. Oh, Hordi. Hordi. Jetzt gehen sie zu zweit auf mich, oder was? Schnell. Reflexion. Oh nein, lass mich raus. Ich muss doch Damage machen. Oh, alles activate. Activate. Activate und Belagerungsbrecher. Bam. Und hinterher und Schockwelle und down. Nice. Ich habe aber Hilfe von dem Jäger. Ist bestimmt der Hyeres. Oh ne, es ist nicht der Hyeres. Es ist Michonne aus Walking Dead. Hallo Michonne.
Hast du deinen Katana gegen einen Bogen eingetauscht? So gefällt mir das. Oh, und ich bin gesappt. Da hat er da einen gesehen. Oh, da ist der Bundeskanzler, den muss ich seppen. Nice, Monfiti, ja, versucht mir zu helfen. Komm, Monfiti, komm. Nicht aufhalten lassen vom Schurken. Wir machen das. Jetzt hat er den, es war zu klar, dass er den zappt. Schnell, Monfiti, schnell. Oh nein, da kommt jemand. Ein Hexi. Ah, er läuft vorbei. Wir völlig durchdrehen mit seinem Wirbel. Oh, jetzt ist der nächste gesappt. Ja, komm, scheiß drauf, den kennen wir nicht. Den kennen wir nicht. Go on. Show must go on, baby. Nein, die sind schon am Boss. Wartet auf mich. Oh. Ach, das ist ja gar nicht der Monfiti. Ja, nein, nicht Monfiti. Weiter. Schnell. 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 Ich habe so das Gefühl, dass gleich das BG vorbei ist. Und ich nicht einen Hit auf den Boss abgegeben habe. Wer schießt denn da von dem Turm? Au. Das ist noch ganz schön viel Damage, du. Au. What the fuck? Leck, macht das viel Damage. Da muss ich mir auch mal reinsetzen in so ein Ding, Baby. Werkstatt, Raffi, scheiß drauf. Oh, nice. Kommt mal an, wird geheilt. So muss das sein. Gut platziert hier. Da liegt einer. Ist nicht wieder auferstanden. Was geht da drin ab? Ich höre Geschnetzel. Ich kann nicht auf die Treppe springen. Doch, kann ich. Oh, nice. Ja! Und bam, Belagerungsbrecher. Und down geht er, der Peter. Und Kick für mehr Damage. Nice. Da muss nur der Mooney kommen, dann geht hier unter die Party ab. Todesstoßen, ihr Face, Alter. Wupp, wupp, wupp. Nice. Komm jetzt her. Oh, da resettet er. Ich bin so cool, ich bin der Boss. Ich reset einfach, wenn ich Lust habe. Stellt euch vor, ihr könnt es im wirklichen Leben tun, wenn ihr auf der Arbeit oder in der Schule seid. Ein Lehrer fragt euch was, ihr fangt gerade an zu antworten, merkt, ihr macht Scheiße. Auf einmal sitzt ihr euch wieder hin, seid wieder ruhig, als wäre nichts gewesen. Habt ihr resettet. Wie geil wäre das eigentlich? Ihr merkt, man macht einen Fehler, nope. Mal von vorne. Alala, ich hätte einen Crap. Es ist einfach viel zu spät schon. Belagerungsbrecher in your face. Und Pock in your face. Und Pock in your face. Und Pock in your face. Nice, verdient haben wir uns das, verdient. Goldene Schließkassette, vielleicht sind da ja Hände drin, wir schauen gleich mal nach. Zugefügter Schaden, natürlich ist mich schon auf Platz Nummer 1. Wie könnte es auch anders sein? Oh, und da ist Hyeres mit 4-2, dicht gefolgt von Boon Globs mit 6-1. Nice, Monfici ist auch mit dabei. Und der Semmel haben wir auch noch hier in den Top 10, oder? Vielleicht Top 15 oder keine Ahnung, was es sind. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Dann schauen wir mal, was da drin war in diesem hübschen... Oh ja, ich stehe hier übrigens im Bücherwirbel. Habe ich ganz vergessen. Im hübschen Kistchen. Komm schon, Hände. Yeah, 15 Gold. Obergeil, aller Leck, bin ich jetzt reich. Meine lieben Freunde... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte denkt dran, es positiv zu bewerten und schreibt einen Kommentar. Ich lese sie alle. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Mooney und ich bin raus. Ciao, ciao.